Aus Schörfling am schönen Attersee kommt die Familie Macherhammer. Wolfgang Macherhammer ist Redakteur bei einer Wochenzeitung. Zusammen mit seiner Frau Irene, Tochter Miriam und Sohn Elias bewohnt er ein hübsches Einfamilienhaus. Ich habe mich im Vorfeld sehr genau informiert und ich weiß, dass Niebe KNV einer der besten Anbieter bei Luftwärmepumpen am Markt ist. Im Jahr 2015 wurde die Heizungsanlage in dem Haus mit 140 Quadratmeter Heizfläche grundlegend saniert und von einer Ölheizung auf eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe umgestellt. Hier ist der alte Heizkessel gestanden. Die Demontage der alten Heizung und des Tanks war von meinem Heizungsinstallateur innerhalb weniger Stunden erledigt. Die Sanierung wurde Anfang Juni 2015 mit der Demontage der Anlage gestartet und Mitte August 2015 mit der Übergabe und Inbetriebnahme beendet. Es wurde eine Niebe KNV Luft-Wasser-Wärmepumpe 2030-9 mit der VVM 320 installiert. Im Technikraum haben wir jetzt nur mehr diesen Innenteil der Luftwärmepumpe stehen, der über dieses Display sehr einfach und übersichtlich zu bedienen ist. Der Standort für den Außenteil wurde so gewählt, dass wir eine kurze Anbindung zum Heizraum haben. Außerdem integriert sich der Außenteil hier sehr gut in die Natur. Die Beheizung des Hauses erfolgt ausschließlich mit Heizkörpern. Eine Fußbodenheizung wird nicht genutzt. Mit der neuen Niebe KNV Luftwärmepumpe erspare ich mir einen Tankraum und in diesem Tankraum werde ich die Sauna unterbringen, was für mich einen zusätzlichen schönen Raumgewinn im Keller bedeutet.